Hallo liebe Sportfreunde, hier aus der Erich-Kästner-Halle Schwerin, wo heute der SV Post Schwerin die D-Jugend auf die Mannschaft von... Vom TSV Bützow trifft. Vom TSV Bützow trifft, genau. Steffen, du hast ja noch ein bisschen Unterstützung jetzt zu diesem Spiel zum Kommentar geholt. Was erwartest du heute hier? Einen fachlichen Kommentar von Felix Eckert. Ich glaube, der Vereinssportlehrer von Post Schwerin kennt beide Seiten ganz gut. Er ist vor der Saison von... Bützow nach Schwerin gewechselt und ich denke, dass er uns einige Sachen erzählen kann. Alles klar, und ich wünsche den Zuschauern jetzt viel Spaß mit dem Spiel SV Post Schwerin gegen TSV Bützow. So, der Anwurf ist erfolgt in der Begegnung SV Post Telekom Schwerin, zweite D-Jugendmannschaft gegen den TSV Bützow. Wie angekündigt ist jetzt bei mir der Felix Eckert, Vereinssportlehrer von Telekom. Felix, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Felix, ich habe es im Vorbericht gesagt, du kennst die Bützower Seite sehr gut, bist vor der Saison aus Bützow hierher gekommen. Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt Vereinssportlehrer bei Post Schwerin bist? Ja, ich habe ursprünglich, wie gesagt, in Bützow meinen FSJ gemacht. Bin dann in Rostock studieren gegangen auf Lehramt und habe da abgebrochen, weil die Bedingungen nicht so gut waren. Und dann habe ich da im Internet von erfahren, dass Schwerin einen neuen Vereinssportlehrer sucht und habe mich einfach mal aus Jux und Dallerei beworben. Glücklicherweise hat es geklappt, womit ich niemals gerechnet hätte. Und jetzt bin ich hier und macht viel Spaß. Felix, wir haben deine Mannschaft vorhin auch gesehen gegen den Güstrower HV. Letzten Endes habt ihr dort doch ein bisschen deutlicher verloren, als du es vielleicht vorgestellt hast. Womit ist das zu begründen? Erste Halbzeit haben die Jungs sehr, sehr gut gespielt. Lagen nur mit einem hinten. Güstrow, muss man sagen, ist Tabellenzweiter, hat bisher bloß einmal verloren in der Saison. Bei uns war zu sehen, dass wir deutliche Schritte nach vorne gemacht haben. Ist auch eine talentierte Truppe. Dann haben wir wir haben auch geführt bis 5 Minuten vor Halbzeit. Dann haben wir durchgewechselt, weil alle Spieler Spielanteile bekommen sollten. Und dadurch ging dann die Führung ein bisschen verloren. Dann kommen wir ein bisschen unglücklich aus der Kabine, wo wir unsortiert in der Abwehr stehen und dann hat Güstrow da irgendwie einen 5-0-Lauf oder so und dann steht es auf einmal weit hinten für uns und dann holen wir es nicht mehr auf und Güstrow spielt es gut runter und im Endeffekt war es dann doch ein bisschen deutlich leider das Ergebnis. Kann man das auch damit begründen, ist es so, dass deine Mannschaft auch von den Jahrgängen her jünger ist als die Mannschaft in Güstrow? Ja, das ist teilweise waren da schon 3, 4 dabei, glaube ich, die älter waren bei Güstrow, aber waren, also E-Jugendjahrgang ist 2000, 2001. Ich habe nur 2001er und ein paar F-Jugendliche 2002er gehabt und bei Güstrow waren 4 oder 5 2000er, glaube ich. Die haben natürlich auch das Spiel dann dominiert, da waren 2 Haupttorschützen, die haben den Spiel ihren Stempel aufgedrückt. Bei uns war es bunter verteilt, bin ich auch damit zufrieden mit, weil wie gesagt jeder Spielanteile bekommen hat. Und wenn man dann ein bisschen höher verliert, ist halt nicht so schlimm, weil langfristig ist dann das Ergebnis besser. Heute verlieren wir dann vielleicht noch gegen Güstrow, in 2, 3 Jahren sieht das dann nochmal anders aus. Das ist ganz gut, dass du heute hier bist. Wir haben jetzt das 3. Jugendspiel hier von euch, was wir begleiten. Vielleicht kannst du das Ausbildungskonzept oder das Nachwuchskonzept von euch mal ein bisschen näher erklären. 3D-Jugendmannschaften habe ich gesehen, gibt es bei euch. Ist es einfach, dass ihr zu viele Leute in den Jahrgängen habt oder dass ihr auch... altersklassenübergreifend trainiert und arbeitet? Das Ziel einer jeden Jugendarbeit soll ja so eine Pyramidenform sein, also der Unterbau, die jungen Kinder sollten das Gros der Abteilung stellen.
Und nach oben hin wird es dann halt ein bisschen weniger, weil es da auch dann gerade bei uns mehr in die Leistungsstufe geht. Da wird dann ein bisschen aussortiert und der eine oder andere hört auf. Aber gerade unten muss man dann anfangen, eine Auslese betreiben zu können. Haben wir jetzt gute Arbeit oder wurde gute Arbeit gemacht? Ich war ja noch nicht da. Wurde gute Arbeit gemacht. Haben wir viele 2000er, die jetzt im letzten E-Jugendjahrgang sind. Da haben wir, glaube ich, 20 Kinder. Dadurch kommen diese 3D-Jugendmannschaften zustande. Jetzt wurde es aber ein bisschen verschlammt, da ein bisschen weiter zu sichten. Da müssen wir jetzt dranbleiben, dass es wieder geschieht, weil da haben wir ein bisschen Probleme, nächstes Jahr 2 E-Jugendmannschaften schon zu melden, weil da die Anzahl der Kinder ein bisschen knapp wird. Ja. Okay. Hier haben wir jetzt den ersten Treffer für den TSV Bützow durch die Nummer 7 erlebt. Mittlerweile steht es 4:1, weil... Oder? Für den SV Post Telekom Schwerin. Wir haben jetzt auch gesehen, weil das ja jetzt auch das zweite D-Jugendspiel ist, was wir hier sehen, einmal D3, D2. Der Trainer ist der gleiche. Wie sieht es bei euch trainermäßig aus? Wie ist dort die Zusammenarbeit? Wie stellst du dir das vor? Was ist noch verbesserungswürdig? Traineranzahl ist ausreichend. Jeder trainiert, glaube ich, seine Altersgruppe, wo er hingehört. Und alle leisten gute Arbeit. Viel Verbesserungswürdiges jetzt. Einzige Problem ist vielleicht, dass Giller da wirklich 2 Mannschaften trainiert, aber das sieht dann nächstes Jahr auch anders aus, weil die dann höher gehen und teilweise fusionieren. In der C-Jugend braucht man schon ein bisschen mehr Spielerpotenzial und dann ist es auch einfacher für ihn im Training zu handeln, dann mit den Kindern. Noch keine 5 Minuten gespielt und wir erleben hier das 7. Tor, mittlerweile 5:2. Ja, du hast es schon gesagt, dass es das Hauptziel für euch ist, leistungsorientiert in der Endkonsequenz zu arbeiten. Klar muss man ja auch, wenn man sieht, dass die Hauptmannschaft oder die erste Männermannschaft in der zweiten Bundesliga spielt. Viele Spieler sind aus dem Nachwuchs hervorgegangen. Siehst du momentan schon bei deinen Kleinen eventuelle Talente, die irgendwann mal den Sprung nach oben ganz oben schaffen können? Oder ist es zu früh, das zu sagen? Ich denke, das ist ein bisschen früh, das zu sagen. Es gibt schon Jungs, wo man sagt, oh, das ist großes Potenzial, aber um bis da oben hinzukommen, gehört auch dann irgendwann ein bisschen Glück und ein paar Sachen so dazu, ob die Jungs das auch wirklich wollen. Das ist ja nicht nur vom sportlichen Talent abhängig, sondern auch von der Einstellung, die Jungs da mitbringen. Gehen sie den Weg aufs Sportgymnasium oder ist der Sport dann eher sekundär und die Eltern schicken sie auf eine andere Schule und so weiter und so fort. Und dann gehört da, wie gesagt, noch ein bisschen Glück dazu, die richtigen Leute zu treffen, gute Trainer jedes Mal zu haben. Und dann ist der Sprung natürlich möglich, aber schwierig. Aber jetzt das schon festzulegen in der E-Jugend, das geht nicht, glaube ich. Du hast es gerade angesprochen, das Sportgymnasium. Ich glaube, ihr vom Verein habt da einen großen Vorteil, weil 2 eurer Vereinstrainer dort auch als Sportlehrer arbeiten und die Handballgruppen betreuen mit Holger Antemann und George Jaunich. Siehst du das als großen Vorteil gegenüber anderen Handballmannschaften im Land an? Ja, generell gegenüber anderen Mannschaften. Also, natürlich ist es ein Vorteil, wenn die Jungs da 2 bis 3 Mal vormittags trainieren können. Und ich meine, gut, das ist in Rostock ist es genauso das System und in Neubrandenburg ist es auch vorhanden. Aber das sind ja dann eben auch die Spitzenmannschaften im Land und das ist halt der große Unterschied, dass die Trainingsmasse und auch die Trainingsqualität für die Jungs einfach höher ist und sie durch den Konkurrenzkampf, den sie hier haben, auch unter Druck stehen. Dadurch werden sie einfach mehr gefördert. Und die Qualität des Trainings ist höher. Okay, gucken wir mal hier auf das Spiel. Weiter Post erhöht auf 7:3. Wenn man jetzt, es gibt ja verschiedene Vorgaben vom HVMV und auch vom DAB, altersklassenmäßig. Hier in der D-Jugend ist es ja so, eine offensive Deckungsweise zu haben. Ist es leicht, den Kindern das beizubringen? Ja, Frage ist, was ist die Alternative? Die Alternative wäre, eine defensive Abwehr beizubringen. Das ist garantiert nicht leicht. Für die Jungs ist es natürlich ein großer Vorteil, dass sie sich so bewegen können. So nimmt jeder am Spiel teil, auch wenn er nicht den Ball hat. Alle bewegen sich und treiben Sport, das was auch das Ziel des ganzen Systems ist. Vor allem lernen sie, sich zum Ball zu orientieren und aber gleichzeitig immer den Gegenspieler zu sehen. Es ist schon eindeutig wichtig, dass man das macht. Und auch in dem Alter forciert, dass die Jungs da spielerisch gut ausgebildet werden. Wenn man jetzt zum Beispiel sich den Erwachsenenhandball anguckt, dann ist es, glaube ich, kein Konzept, was zum Beispiel im Erwachsenenbereich spielt. Manndeckung, offensive Abwehr sieht man immer weniger. Warum ist das so?
Ja, Manndeckung generell ja sowieso nicht. Offensive Abwehrreihen sind, würde ich mal sagen, langsam wieder in der Mode. Neubrandenburg hat es jetzt lange gemacht in der Regionalliga. Auch teilweise recht erfolgreich, hat mit einer der besten Abwehrreihen dann in der Klasse. Aber auch Waling-Wallstätten in der Bundesliga macht immer noch eine 3-1 Abwehr. Genauso Groß-Wallstadt spielt eine 3-1 Abwehr. Also sind noch nicht ganz verschwunden und kommen auch teilweise wieder neu zum Vorschein. Gerade auch durch diese Jugendarbeit, wo man speziell mit 3-1 Abwehr arbeitet. Sind die Kinder dann gut ausgebildet und wenn sie dann hochkommen in den Erwachsenenbereich, behalten sie diese Abwehr halt. Und dann nutzen die Trainer das natürlich auch, um Druck auf die Gegner auszuüben. Ich glaube, ein ganz bekanntes Beispiel auch noch für die offensive Abwehr ist es immer wieder eine Mannschaft, die es schafft, ja, Abgänge hinwegzutäuschen. Das ist, glaube ich, der VfL Gummersbach, die sowas immer noch durchspielen. Aber es ist kein Mittel für die Dauerlösung im Leistungshandball, oder? Es ist abhängig vom Spielertyp, den man dann hat. Ne? Also das Spielermaterial, das einem vorliegt, da muss man dann auch seine Abwehr ausrichten. Und so macht der Trainer in Gummersbach das auch. Viele kleine, schnelle, robuste Spieler. Das nutzt er dann natürlich, indem er eine offensive Abwehr spielt. Und das kommt ihm dann auch zugute. Wenn er jetzt viele große Leute hätte, dann würde er auch, denke ich, eine defensive Variante nutzen. Aber dadurch passt halt sein Konzept, wird dem Spielermaterial angepasst und genauso ist es richtig. Also ist es zum Beispiel hier bei Post Schwerin mit einem Ingo Heinz nicht möglich, eine offensive Abwehr zu spielen? Es wird schwierig, ja. Nichts gegen Ingo, aber ich glaube, das ist ja auch so, er hat seine anderen Qualitäten, wie er ja in der gesamten letzten Saison gezeigt hat, als Torschützenkönig der eigenen Mannschaft, beziehungsweise auch Platz 2. Da hat er seine Qualität gezeigt. Ja, hier steht es.